Alter, ist das krank! Machen wir gemütlich mal ein bisschen los. Das ist die Polizei. Jemand? Die Kamera hat sich verabschiedet, das ist mir noch nie passiert. Wenn ich mal einen stressigen Tag im Büro habe, eine halbe Stunde aufs Wasser, ein bisschen Gas geben. 100 Liter verbrennen. Also ohne Scheiß, das ist ein Gefühl, das gibt es nicht. Boah! Alter! Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde, zu einem neuen Video. Und wir schreiben heute mal wieder Geschichte. Denn ich fahre heute ein Fahrzeug. Also ich weiß noch gar nicht, ob ich das fahren werde, aber also ich werde auf jeden Fall mitfahren mit einem Fahrzeug, was 2700 PS hat. So viel Leistung bin ich noch nie gefahren. Also wir sind in Düsseldorf am Hafen und da unten dieses Gerät da, das rote da, das werden wir heute fahren. Hey Alfred! Hi! Moin! Und? Alles gut. Alles ready? Ich komm hoch und lass dich rein. Super! Also das ist der Alfred. Und der Alfred, ich weiß gar nicht, ob dem Alfred das Boot gehört oder ob der den nur verkauft, keine Ahnung. Ist aber auch egal. Wir werden heute auf dem Wasser sehr, sehr, sehr schnell fahren. Wir werden den Rhein befahren und keine Ahnung, ich meine, das ist krank. Ein Boot mit 2700 PS, Alter. Was schätzt ihr, wie schnell werden wir? Also ich glaube, so ein Boot, wenn man mit einem Boot 50, 60, 70 fährt oder 80 oder 90 oder 100, dann ist das schon sehr, sehr schnell. Aber ich glaube, wir werden heute wesentlich schneller fahren. Wesentlich schneller. Ich habe auch ein bisschen Schiss, ehrlich gesagt. Ja, habe mich auch schon für eine Yacht richtig gekleidet. Schön marine, blau und weiß. Und nein, Rennfahrerschuhe brauchen wir heute nicht. Er wünscht mir Glück, dass das nicht schief geht. Yes. Moin. Moin Matthias, grüße dich von mir. Na? Alles klar? Alles wunderbar. So, Marina Düsseldorf heißt das hier, ne? Ja. Sag mal, das Boot hat jetzt nochmal wie viel PS? 2700. zweimal 9 Liter V8 Bipturbo, 2,5 Bar Ladedruck, 1800 Newtonmeter pro Motor. Also vergleichbar mit dem Bugatti Chiron Motor. Und was ist das für ein Motor? Was sind das für Motorrennen? Das sind zwei V8 von Mercury Racing. Ja. Die sind speziell für Boote gebaut. Es gibt zwei, drei Autos, wo die nachträglich reingebaut wurden, aber in erster Linie sind es Bootsmotoren. Okay. Und die schiere Gewalt, die muss man ja auch einen Drive-Train haben, der es übertragen kann, die Drehmoment. Genau. Und du verkaufst diese Boote jetzt oder gehört dir der Bock? Oder? Also das Boot gehört mir und ich verkaufe die auch seit Jahren schon. Ja. Das ist so meine Nische hier in Europa. Ich bin halt spezialisiert auf alles, was besonders schnell sein soll. Besonders schnell. Okay, ich habe jetzt gerade schon gesagt, dass wenn man 50, 60, 70, 80, 90 und 100 fährt auf dem Wasser, dann ist das schon extrem schnell, ne? Das ist für uns rückwärts einparken. Also wir schaffen hier über 220. Was? Aber darf man das auf dem Rhein überhaupt fahren? Auf dem Rhein darfst du schneller fahren als überall anders. Es gibt hier kein Tempolimit. Zwischen Baden-Baden und Rotterdam ist komplett ohne Tempolimit. Wenn wir irgendwann mal Tempolimit in Deutschland kriegen, dann werden wir uns alle auf Wasser verkriechen. Dann satteln wir um auf den Rhein. Ja. Und auf deine Boote. Also das ist ein Mercury. Und wie heißt das? Das Boot ist eine Outer Limits SL44 mit zweimal Mercury Racing 13.5. Achso, das sind nur die Motoren von Mercury. Von den Daten exakt vergleichbar mit dem Bugatti Motor. 9 Liter Hubraum. Ja. Und 1350 PS. Das kommt sehr nah an Chiron. Ja. Alter Schwede. Sind die Turbos, die sind wassergekühlt. Das ist aber kein typischer V8 Ami-Block. Ja. Das ist moderner. Alter, das ist ein riesengroßes Trumm. Das ist ja, wie hoch ist das? 1,30 Meter oder was? Von ganz unten bis ganz oben. Ja, gut, einen Meter auf jeden Fall. Und das Ganze ist ein. Ich neige zu Übertreibungen, wie immer. Ja. Das Ganze ist ein Vierventiler. Ja. Oben liegen Nockenwellen. Also nicht wie der typische Ami-Block. Ja. Der hat wirklich wie so ein europäischer Porsche, AMG, BMW, ja, oder Ferrari-Motor, halt oben die Nockenwellen. Geil. Vierventiltechnik und 2,5 Bar Überdruck. Also ich würde jetzt mal fragen, ob wir die mal anschmeißen können, damit wir mal einen Sound haben. Können wir gerne machen, müssen wir nur ein bisschen runterfahren, weil ja, wir brauchen ein bisschen Wasser zum Kühlen. Ihr braucht Wasser zum Kühlen, also genau, wie funktioniert das? Ihr saugt dann unten runter. Ich zeig dir das mal hier. Alfred, fall bloß nicht ins Wasser jetzt, ne? Nö, nö. Wir haben unten zwei Ansaugungen. Die saugen das Wasser dann an. Hinten dann, oder was? Hinten, ja. Okay. Guck mal,
wenn er ganz oben ist. Und ist der mit einer Schraube angetrieben? Zwei Schrauben, ja. Zwei Schrauben. Quasi verbunden jeweils mit dem Motor? Jeweils mit dem Getriebe und dem Motor. Okay. Okay. Ich wäre dann soweit. Was ist das? Aber die sind sehr laufruhig, ne? Ja, ja, ich weiß, jetzt kommt die Nummer 2. Alter, ich hoffe, dass sie diesen sensationellen Gang mitkriegt, weil das ist einfach nur unfassbar. Alter, ist das geil. So, also hier, boah, was ist das denn? Und da kannst du dich drauf setzen, kannst du das hochklappen, ja, oder was? Kannst du elektrisch hochfahren. Elektrisch, natürlich elektrisch. Oh. Okay, ihr fahrt immer mit runter? Ja, je nach Geschwindigkeit. Wenn man bequem fahren will, fährt man immer so. Man kann das auch halb schräg stellen. Boah, Junge, der Blick. Also erstmal hier unten Lenkrad, ne, ganz weit unten. Dann hast du da die ganzen Daten, Drehzahlmesser und so weiter und so fort. Und dann siehst du diese Schnauze vor dir, Alter. Boah. Und sag mal, Alfred, wie ist das mit Führerschein? Was brauchst du da für einen Führerschein für? Hier auf dem Rhein den ganz normalen deutschen Binnenführerschein. Ja. Auf dem Meer den Seeführerschein. Okay, also du brauchst für so viel Leistung einfach nicht einen anderen Schein, weil das schneller geht? Das ist ja beim Auto auch nicht so. Ne? Das ja auch, jeder, der auf dem Käfer eine Prüfung macht, darf ja Bugatti fahren. Ne? Ja, hast du natürlich auch wieder recht. Und ich darf aber heute nicht fahren, ne? Du darfst heute fahren. Wie? Weil auf dem Boot müssen wir der Schiffsführer den Führerschein haben. Ja. Das ist nicht unbedingt gleich dem Rudergänger. Also derjenige, der die Verantwortung hat, der muss den Führerschein haben. Ich darf einen Rudergänger bestimmen, auch dich. Wenn du dann jemanden verfährst, gehe ich für dich ins Gefängnis. Aber, also ich darf heute 2007 PS Boot fahren. Ja, das schon. Das ist vollkommen legal. Das ist krass. Das ist wirklich, das gibt es nirgendwo anders, ne? Doch, das... Ja, begleitetes Fahren gibt es, im Autobereich... Nein, aber das gilt eigentlich überall, dass halt der Schiffsführer und der Rudergänger nicht unbedingt eine Person sein muss. Also ich muss über 18 sein. Okay. Also ich darf jetzt kein 10-jähriges Kind hier dran stellen. Ja, okay. Aber ansonsten, das ist ja auch bei der Ausbildung so, dass du da keinen Führerschein hast und trotzdem auch fahren darfst. Ich würde einmal noch mal ganz kurz da reingehen. Digga, das ist ja geil, da kannst du ja rein theoretisch pennen, ne? Ja, du hast hier... Schlafkabine, das Badezimmer drin. Krass. Hier haben wir noch einen Kühlschrank. Okay, hier sind Gummibärchen drin, Kühlschrank. Hier ist Toilette oder was? Hier ist Toilettenraum drin. Da kannst du. Ja, da kannst du. Hi. Das Ganze können wir noch hier zumachen. Wenn ja. Wenn man Privatsphäre hat, halt. Ich muss wieder. Darf ich mich da einmal reinlegen? Natürlich. Ich habe ja Schuhe ausgezogen. Wir haben hier sogar eine Klimaanlage drin und den Generator. Das heißt, wir haben auch auf dem Wasser immer klimatisiert. Alter, ist das ein geiler Platz. Oh, also ganz ehrlich, hier kann man gut schlafen. Ich sehe gerade die Schwimmwesten, müssen wir die tragen? Die werden wir bei Höchstgeschwindigkeiten tragen. Ja. Einfach aus Sicherheitsgründen. Ja. Ansonsten ist das immer freiwillig, kann sich jeder für sich selbst, aber wir gehen heute mal mit gutem Beispiel voran. Das ist ja jetzt wirklich nichts, was jetzt jedes Kind machen kann, ne? Nein. Also bei uns ist auch so, wenn ein Kunde so ein Boot kauft, dann kriegt er auch einen richtigen Lehrgang. Also, und dann nicht einen Lehrgang, wie er am Hafen anlegt, sondern wie so ein Rennstreckentraining, nur auf dem Wasser halt. Wo fahren wir denn jetzt dann so schnell? Wir fahren jetzt hier mal Richtung Duisburg und dann fahren wir ein Stückchen Richtung Köln. Okay. In den Kurven schaffen wir so um die 180 und auf dem geraden Stecken. Oh Gott. Schneller. Erzähl mir bitte nicht, dass wir in der Kurve 180 fahren. Aber das ist... Deswegen haben wir auch diese schönen Sitze, diese schönen, die in der Seite Die halten. Schalensitze, ja, aber ja. Du kannst das, ne? Ja. Alfred, ich will heute Abend wieder nach Hause. Du kommst heute Abend sicher nach Hause. Gibt es Boote, die noch schneller sind? Also in Europa ist das momentan das schnellste V-Rumpfboot. Es gibt Mehrrumpfboote, so Katamarane. Ja. Unser schnellster Katamaran schafft 298. Was? 298, ja. Die 300 haben wir auch nicht geknackt, aber das liegt auch daran, weil wir meistens in den USA fahren. Ja. Und die gucken dann mehr nach Meilen. Da haben wir die 185 Meilen geknackt. Ja. Und wenn so ein Ding mal nach Europa kommt, müssen wir mal gucken, dass wir eben noch die 2 km/h noch dazu finden für die 300. Also das hier ist das schnellste V-Rumpfboot, also ein Boot, so wie man das kennt, wie das jedes Kind in Europa. Alter Schwede. Also jetzt nochmal, 1,6 Liter auf den Kilometer. 1,7 Liter auf den Kilometer ist unser optimaler Verbrauch.
den haben wir so im Geschwindigkeitsbereich zwischen ist, 80 und 120 km/h. Das ist umgerechnet auf 100 Kilometer? Auf 100 Kilometer dann 170 Liter. Das ist sehr wenig auf dem Wasser. Das ist sehr wenig auf dem Wasser. Okay, Leute, ich würde sagen, wir schmeißen die Motoren an und dann geht's los. Ich habe ein bisschen Schiss. Aber das ist jetzt keine Cigarette, ne? Nein, das ist eine Outer Limits. Was, Cigarette ist eine Firma auch, oder was? Cigarette ist auch eine Firma, die gibt es ein bisschen länger. Outer Limits ist so die stärkste Konkurrent. Ja. Und hat mittlerweile von der Technik, Geschwindigkeit und von der Bauart Cigarette überholt. Cigarette hat noch den besseren Namen, aber Outer Limits hat mittlerweile die bessere Technik. Also wir haben die Schwimmwesten angezogen, damit Alfred hat ja eigentlich gesagt, es kann gar nichts passieren. Wer will schon immer leben, ne? Man will schon immer leben, genau. Und einfach für die Sicherheit, weil man fährt ja auch nicht ohne Anschnallgurt im Auto durch die Gegend, ne? Also ich habe vom Alfred so eine Brille gekriegt, weil die fliegt dann bei Highspeed nicht weg, hieß es. Denkt euch einfach, dass ich so aussehe wie sonst immer. Also immer so leicht in den Knien, ne? Ja. Aber das hat schon so was Bugatti-eskes, ne? Wenn man mit so einem dicken Ding losfährt. Ja. Hier ist der Trim jetzt. Ich trimme jetzt die Antriebe runter. Ja. Zum Start müssen die Antriebe möglichst tief sein. Bei der Fahrt trimme ich die dann auf den Bereich zwischen 7 und 8. Zum Anfahren auf 0. Jetzt drückt die Nase runter. Aber jetzt müssen wir erstmal warm fahren, ne? Jetzt fahren wir erstmal warm. Wir fahren jetzt ein bisschen Richtung Köln, gegen die Strömung. Wie lange brauchen wir nach Köln? Rein theoretisch? 20 Minuten bei Vollgas. Mit der Autobahn brauchst du eine Stunde. Im Blauer braucht man nur vorm Start. Ja. Anders als beim Auto hast du ja den Motorraum nach unten geschlossen. Und die Abgase, die Benzindämpfe sind ja schwerer als Luft. Ja. Und beim Auto gehen die einfach unten raus und ja, beim Boot muss man die halt absaugen. Okay. Ansaugung ist rechts und links, ne? Genau. Also Frischluft. Genau. So, ist das jetzt schon der Rhein hier? Ja. Aber es ist krass, dass hier keine Geschwindigkeitsbegrenzung ist. Das finde ich unfassbar. Wir fahren jetzt mal gemütlich ein bisschen los. Machen wir gemütlich mal ein bisschen los. Alter, der Sound! Wie geil ist dieser Sound, bitte! Also wir fahren jetzt 65. Junge, ist das brutal. Alter, ist das krank. Woher weißt du, an welchem Boot wir jetzt wo, wie vorbeifahren? Macht man nach Platz. Wie auf der Rennstrecke. Ja, auf der amerikanischen Autobahn oder auf der Rennstrecke halt, ne? Boah, Junge. Das sind jetzt 100 oder sowas, ne? Ja. Das hier ist der Geschwindigkeit? Geschwindigkeit, ja. Ah, ja, okay. Hier hast du hier nochmal und da auch nochmal. Da ist ein Boot. Ja? Ja. Hab ich gesehen, was. Digga! Ich flipp aus, ist das geil, Leute. Und das ist erlaubt, ja? Wir dürfen hier überall so fahren, wie wir wollen. Ja, wir dürfen nur keinen behindern, ne? Das kommt auf uns zu da, ne? Ja, deswegen. Alter Schwede. Ach du Schande! Du, was hat das Ding für einen Abzug? Das war noch lange nicht Vollgas, ne? Nein, das war nicht. Nein, Matthias, das war noch nicht Vollgas. Ich fahre mit 3000 Umdrehungen jetzt, ne? 3000! Aber das Geile ist ja, dass auf dem Rhein ist alles total glatt, ne? Ja, nicht immer. Also in einem 14 Meter Boot kommt der glatt vor, in einem 7 Meter Boot wird sich die Blumen rausschmeißen. Ja. Alter, ist das geil! 80 km/h! Junge, das ist so heftig, wie das Ding zur Sache geht! Alter, ist das geil! Das gibt es ja gar nicht! Alter, ist das schnell! Alfred. Wir sind noch nicht warm halt, ne? Ja, ist noch nicht warm halt. Wir können doch gar nicht so richtig Gas geben. Nein, aber jetzt mal ohne Quatsch, Alfred. Das ist jetzt schon so geil. Das ist so ein erhabenes Gefühl, wie du hier über das Wasser eigentlich ja schwebst. Ja, natürlich. Wie viel vom Rumpf ist jetzt noch im Wasser, würdest du sagen? Ein Drittel. Ein Drittel. Also, keine Ahnung, so viel, so viel? Ja, von den 14 Metern bis 5 Meter. Und wie viel Zentimeter bis zum Rumpfboden sind im Wasser? Eigentlich schwimmen wir so auf der Heckwelle. Eigentlich sind wir schon oberhalb, also gemessen daher sind wir, oh, wir schwimmen praktisch auf der Heckwelle, ja, drauf praktisch. Ne? Okay.
Alter! Junge, das ist unfassbar. Ich spüre doch keine Bremse. Ich kann nur das Gas zurücknehmen. Aber das ist wie Bremsen. Alter, ist das geil. Also das Boot ist in erster Linie eigentlich kein enges Kurvenfahrboot, also kein Slalomboot. Mach da mal, reiß da mal eine Lenkung und mal gucken, was da passiert. Ah ja, okay, sehr gemütlich, ne? Alter, ist das ein geiles Gefühl, ey. Das ist auch sehr indirekt, damit man bei groben Geschwindigkeiten halt nicht zu wilde Lenkbewegungen halt macht. Ne? Ja, ist wie beim Bugatti, ne? Ich meine, der ist auch nicht für Hockenheim gemacht, sondern für die Autobahn. 150! 160! 180! 190! 200! Alter, ist das krass! Es war jetzt gerade wirklich so, dass wir... Alfred hat gelenkt und wir sind aber trotzdem quasi gerade ausgefahren, weil der Wind offensichtlich von der Seite so gepustet hat, dass er uns rübergedrückt hat. Ist das geil, in der Kurve Gas geben, Junge! Wow, ist das geil! Hey, Junge! Das ist unglaublich, Leute! Ich hoffe, ihr versteht das! Ich hoffe, ihr kriegt was von dem... Also von dem Wind kriegt ihr sicher was mit, aber vor allen Dingen vom Motorgeräusch! Alter, diese Schräglage! Das hier die Altstadt? Ja. Ja. Die Polizei, da fahren wir ein bisschen brav. Was meinst du? Fahren hier ein bisschen brav vorbei an der Polizei. Das ist die Polizei? Jawohl. Mit 140 an der Polizei vorbei. Wir haben Zahnarzt. Was fahren wir? Fahren wir mal wieder in die Kurve zu den anderen rüber? Ja, sehr gerne. Also wie viel Balladedruck macht der Ofen jetzt? 2,4. Oder die Öfen besser gesagt, ne? 4 Turbolader. Alter Schwede. Alfred, vielen, vielen Dank. Immer sehr gerne. Jederzeit herzlich wieder eingeladen. Also ohne Scheiß, das ist ein Gefühl, das gibt es nicht. Wow! Alter! Das ist unglaublich! Das ist nicht mehr normal, wie das Boot die Kraft überträgt ins Wasser. Das ist Wahnsinn. Wenn du den Hebel aufreißt, das ist unnormal, wie das Ding vorwärts sprintet. Die Kamera hat sich verabschiedet, das ist mir noch nie passiert. Das ist mir original noch nie passiert. Wahrscheinlich, alles, was ich jetzt fahren werde, ist einfach nur noch Scheiße. Ja. Oder? Ja. Ja, boom. Also wir machen jetzt einmal von 40 auf. Ja. Auf, mal gucken. Alter, wie das Ding geht! Das waren über 200! Ja! Ja! Wir haben halt voll im Gegenwind, darf man auch nicht vergessen. Okay, also was? Die Bude macht 220 oder was? 220, ja. Kannst du hier nachher sehen. 221. Ja, also es gibt einen extra Knopf, wo man die Höchstgeschwindigkeit auf dem Display sich anzeigen lassen kann. Ist auch wie beim Bugatti. Ja. Nee, beim Bugatti zeigt er an, wie viel maximale Leistung du abgerufen hast. Nee. Aber hier haben wir das Tempo. Das ist GPS-Tempo, ne? Das ist auch sehr GPS, genau. Ja. Was sagst du? Darf ich jetzt mal an die Pinne oder was? Ja, selbstverständlich. Den verkabel ich auch. Achso, ja, warte mal. Achso. Das kriegt immer der Fahrer um. Weil wenn der Fahrer rausfegt, dann muss der Motor ausgehen. Ganz genau. Das kenne ich von diesen Urlaubsbüchsen. Den mache ich hier drin. Genau.
So, Alfred, was muss ich machen? So, wir warten jetzt erstmal, bis der vorbei ist. Dann machen wir eine gemütliche Drehung und dann fahren wir Richtung Düsseldorf zurück. Wichtig ist jetzt, zum Anfahren haben wir den Trim auf Null. Ja. Mit relativ wenig Gas erstmal die Drehung. So jetzt oder ein bisschen ja, mehr? Nee, reicht. Nee, reicht, Matthias. Wir kommen besser nachher in gerade Ausfahrt, in Gleitfahrt. So, jetzt ungefähr, pass auf, der wird jetzt irgendwann kavitieren, dann musst du mit dem Gas wieder zurückgehen. Kapitieren? Kapitieren. Kapitieren heißt, wenn die Propeller Luft ziehen. Ah ja. Immer noch ein bisschen mehr Gas. Wir brauchen erstmal ein bisschen Ladedruck. Das hört man gleich, wenn die Turbos kommen, genau. Noch ein bisschen. Immer eine Hand am Gas lassen. Noch ein bisschen Gas. Und jetzt ein bisschen Gas gleich zurück. Und jetzt, ich trimm mal für dich. Ja. Machst du gar nichts? Boah, das ist krass. Wir geben gar nicht mehr Gas. Aber weil Alfred jetzt gerade trimmt, kriegen wir richtig viel Speed einfach so dazu. Eine Hand immer am Gas. Ja, okay. Eine Hand immer am Gas. Kann ich jetzt Gas geben? Ja. Ja. Aber bleib doch bis 120, 130. Danach wird es ein bisschen trickig. Das Problem ist nur, wenn es wackelig wird, da muss man, das muss ich dir vorstellen, das Ding kann so leicht übersteuern. Ja. Im Auto. Und wenn du das nicht beherrschst, dann fliegst du raus. Ja, wirklich? Ja. Fahr nur weiter nach links, hier ist zu wenig Wasser. Okay. Ah, nee, ich muss mich ja nicht umgucken, von hinten kann ja keiner kommen, ne? Immer außen in der Kurve. Okay. Also genau andersrum zum Rennen fahren. Kannst auch mal ein bisschen langsamer und dann wieder beschleunigen, das macht ja gerade Spaß. Ja, genau. Kann ich diese 2700 PS, wenn die schieben, das ist so... Das ist ultra, ultra. Hat mehr was wie ein startendes Flugzeug, ne? Ja. Wow, Junge! Du verstehst ja viel von Fahrversögen, deswegen... Also es ist komplett anders. Aber wenn man das nicht gewohnt ist, dann kriegt man schon ein bisschen so den Zäpfchen, ne? Ja, ja, Vollgas! Ich meine, das ist wie wenn du mit dem Motorrad irgendwie so anfängst zu eiern. Man muss einfach wissen, was man macht. Ja. Aber wir haben heute auch extrem Wind. Also wir sind hier letztens 220 gefahren und da war gar nichts. Aber heute ist der Wind halt heftig. Alles geil. Ey, es ist unglaublich. Das ist wirklich unglaublich. Ey, ganz ehrlich, so entspannt mit 120 über den Rhein auf den Samstag. Alter, der Wind ist krass. Ich habe sehr, sehr großen Respekt davor. Vor der Technik, die dahinter steckt. Alter, was habt ihr da zusammengebaut? Da muss ja alles passen. Motoren, Propeller, die Antriebshöhe, ja. die Form der Stufen, das ist also wirklich hohe Kunst. Das ist wie so ein Auto für die Nordschleife entwickeln. Bis die Rekordzeit stimmt, da muss alle da passen. Muss alles 100% stimmen. Dass ihr 100 verschiedene Stellschrauben halt. Und sag mal, wie funktioniert das? Also das Boot liegt ja wirklich flach auf dem Wasser, ne? Ja. Wenn wir bei Highspeed sind. Am Anfang gehen wir vorne hoch. Ja. Und dann gehen wir nicht vorne runter. Das ist die optische Täuschung. Wir gehen hinten auch hoch. Ach so. Und deswegen kommt das wieder flach. Warum geht der dann hinten hoch? Durch den hydrodynamischen Auftrieb. Und dadurch haben wir auch weniger Widerstand im Wasser. Und dadurch, weil diese sogenannten Verdrängerboote, die immer unten bleiben, ja. Die schieben ja die ganzen Wassermassen vor sich her. Und wir fahren auf dem Wasser. Wir sind Vollgleiter. Wir sind wie so ein Wasserski, der nicht unter Wasser ist, sondern auf dem Wasser oben drauf praktisch gleitet. Vergleichbar mit dem Wasserski praktisch oder mit dem Surfbrett. Ja. Was ist für dich das Geilste? An so einem Ofen? Das ist für mich wie so ein Reset. Wenn ich mal einen stressigen Tag im Büro habe, eine halbe Stunde aufs Wasser, ein bisschen Gas geben. 100 Liter verbrennen? Ja. Das ist so, als wenn du zwei Runden auf der Rennstrecke gefahren hast, ja. dann bist du einfach mal wieder richtig genullt, da vergisst du den ganzen Alltagsstress, ja. kommst mal wieder runter und hast danach so einen schönen hohen Adrenalinpegel. Wenn ich dann nachher hinsetze, dann kommst du richtig schön langsam runter. So, wie wir jetzt gerade den Motor runterfahren lassen. Man kann natürlich mit so einem Ding auch mal schön langsam tuckern. Also 1,5 sagst du jetzt, ja? 1,7 Liter auf den Kilometer. Nee, 1,5 Millionen Euro. Ja, 1,5 Millionen Euro. So wie es hier steht. Gibt es sowas gebraucht? Ja. Aber was kostet es dann? 1,2. Nee, also dies hier werden wir anbieten mit neuen Motoren ab Ende des Jahres für 900.000. Okay. Weil die Motoren müssen alle so und so viele Stunden eine komplette Überholung bekommen. Ja. Das bei denen jetzt hier bei 300 Stunden ist das dann fällig. Ja. Und dann gehen die Motoren zum Hersteller, werden da komplett gemacht, kommen wieder mit zurück mit voller Garantie und dann bieten wir das Boot an für 900.000. Okay, das ist ein fairer Preis. Und kannst du damit auch auf dem Meer fahren? Ja, natürlich, selbstverständlich. Die meisten fahren damit auf dem Meer. Aber wie krass ist das dann mit den Wellen? Du 200 fährst du halt dann in der Bucht
morgens oder abends, wenn du flaches Wasser hast. Ja. Aber du kannst halt 100, 120, 140 kannst du halt fahren in den Wellen. Junge, wie groß ist der Tank? Hier haben wir 700 Liter, da kommen wir ungefähr 300 Kilometer weit mit. Also damit kommt man halt von Barcelona nach Mallorca, ne? Also gar kein Problem. Und das geht mit dem Boot? Natürlich. Ich bin schon mit einem vergleichbaren Boot gefahren, Barcelona, Mallorca. Das sind 200 Kilometer übers Wasser. Da ist der Tank noch halb voll, wenn du ankommst. Bei schönem Wetter fährst du, sag mal, gemütliche 2 Stunden nach Mallorca. Ist eine andere Welt, ne, in der man sich da bewegt. Unser eins, keine Ahnung, ne? Du leihst dir halt mal so ein Boot aus für einen halben Tag, legst deine 250 Euro auf den Tisch und denkst dir, oh Scheiße, das war ganz schön teuer, dann musst du nochmal 50 Euro für den Sprit hinterher schießen. Das ist ähnlich wie so ein LaFerrari oder ein Bugatti. Das kannst du halt nirgendwo mieten. Du kannst es kaufen oder mitfahren, aber wenn du selber fahren willst, hast du nur die Alternative kaufen. Also normalen Ferrari, Lambo kriegt man alles gemietet, aber ein Pagani oder Pagani, LaFerrari oder ein Bugatti kannst du nirgendwo mieten. Nee. Das ist hier die Speerspitze. Da werden 10 Boote im Jahr gebaut. Also 10 im Jahr? Outer Limits baut 10 und Secret baut von diesem Typen noch mal 3 bis 4. Secret baut inzwischen mehr mit Außenbordern, so ein bisschen mehr Familienstyle, sogenannte Center-Konsolen. Outer Limits sind die einzigen, die auf Deutsch gesagt nur diese Highspeed-Boote bauen. Outer Limits sind die Gaskranken unter den Bootsbauern. Das sind die absoluten Spezialisten. Die beiden Freaks mit der Sturmfrisur. Vielen lieben Dank. Hat mir sehr Spaß gemacht. Richtig geil. Vom Tempo-Feeling, das ist schon so krank, das Ding. Ne? Das ist unfassbar, wie dieser Ofen abgeht. Aber halt mit welcher Souveränität. Deswegen, das mit dem Bugatti-Vergleich, das passt schon. Weil das halt, ne, das ist irgendwie nicht so eine kleine Flitsche, sondern das ist eine extreme Ruhe. Ich meine, ich bin gerade eben selber 150 gefahren und ganz ehrlich, das hat mir extrem gereicht. Aber bei diesen 150 km/h ist es so ruhig und so entspannt. Und du kannst dir überlegen, ja, fahre ich an dem Riesentanker jetzt rechts vorbei oder fahre ich links vorbei? Irgendwann musst du dich dann entscheiden. Wir haben ja halt für die 2.700 PS auch nur 4 Tonnen Gewicht an Boden. Also wir haben ja relativ gut. 4 Tonnen? Bei 2.700 PS. Also das Gewicht pro Kilo ist gar nicht so schlecht. Das ist ganz okay. Dann noch knapp 700 Liter Sprit. Also 4, mit uns Personen an Bord sind wir insgesamt vielleicht 5 Tonnen haben wir jetzt vielleicht bewegt insgesamt. Alter Schwede, Leute. So was Krasses habe ich noch nicht erlebt. Mit 200 über den Rhein. Wie geil ist das? Das ist wirklich, wirklich unfassbar. Geiler Tag. Danke fürs Zugucken. Ja, jetzt kann er Gas geben. Ich halte mich fest. Ich komme mir vor, wie wenn ich am Flugzeug auf dem Flügel sitzen würde. Alle sind am Grinsen, Leute. Alter Schwede, ist das geil. Alter Verwalter. Also, ich denke mal, das war ein sehr, sehr schöner Ausflug aufs Wasser. Nächstes Mal gibt es wieder Reifenquietschen. Aber ich liebe Leute, ich hoffe, ich komme hier wieder runter.